A7 durch West-Wien, Bruder, wir erwärmen das Klima. Man sagte mir, wozu dein Rap? Auf deine Konzerte kommt lieber. Aber wer spielt mehr auf der Brigade, Platin oder wer? Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, das letzte Mal, beziehungsweise das letzte richtige Video ist schon ein Monat, beziehungsweise schon 5 Wochen her. Es tut mir auf jeden Fall leid, aber ein Erklärungsvideo wird noch folgen. Also warum genau, erkläre ich nicht in diesem Video. Und zwar geht es in diesem Video um was ganz anderes. Ihr werdet es schon am Titel erkannt haben. Es ist neues Equipment am Start. Das Ganze halt dank Amelita aka Peter. Vielleicht werden ihn ja der ein oder andere kennen. Er ist schon ungefähr seit Anfang von Amon Nation dabei und so lange kennen wir uns auch ungefähr ein Jahr und einen Monat, ungefähr so halt. Und wir sind halt echt dicke geworden und ja, der, sage ich mal, kommt aus einer vielleicht ein bisschen mehr Geld habenderen Familie. Auf jeden Fall gönnt er sich ab und zu mal immer neues Equipment für den Computer. Und wirklich, das ging schon letztes Jahr im, lass mich nicht lügen, im Mai oder so los. Da hat er mir, weil er sich eine neue Tastatur holt, seine alte angeboten. Er wollte sie mir schenken. Es handelt sich um die Skiller Pro Plus, die ich bis vor einer Woche oder so noch benutzt habe. Die kostet auf Amazon so um die 35 Euro auf jeden Fall. Und ja, halt, er wollte sie mir eigentlich schenken. Aber wirklich, Leute, ich bin so eine Person. Ich kann sowas einfach nicht for free annehmen. Also ich muss ihm einfach Geld geben. Ein paar Leute werden mich verstehen, ein paar Leute aber auch nicht vielleicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich kann das nicht annehmen, ohne ihm was zurückzugeben. So wurde ich sozusagen aufgezogen. Und auf jeden Fall, Leute, der Peter, der war mal wieder ganz verrückt im Kopf. Auf jeden Fall, der hatte Geburtstag, nochmal alles Gute, nochmal halt. Ich habe ihn ja schon lange gratuliert, aber einfach nochmal jetzt alles Gute, Peter, zum 16. Du bist jetzt auch ein alter Sack, so wie ich es gerne mal nenne. Nein, war natürlich nur ein Spaß und ja, er hat sich wieder neues Equipment geholt. Das heißt also, natürlich, Peter hat mir wieder sein altes Equipment for free angeboten, aber Leute, ich habe ihm Geld dafür gegeben und ja, vielleicht hört ihr es sogar raus schon. Und zwar habe ich jetzt ein neues Mikrofon am Start. Ja, der Peter, der hat mir 3 Sachen gegeben. Ich zähle sie euch mal ganz kurz auf. Also, vorher hatte ich das T-Bone SC440, so kostet um die 55 Euro auf jeden Fall. Ein paar Leute werden es ja wahrscheinlich kennen. Der Peter, der hat sich ein neues Mic geholt, eins von Rode auf jeden Fall. Und deswegen hat er mir jetzt sein Blue Yeti in komplett schwarz gegeben. Ist auf jeden Fall ein geiles Mikrofon. Kann ich nicht zu sagen, ich bin sehr zufrieden. Und ja, es bockt auf jeden Fall. Ich habe ja schon von der Shakun Skiller Pro Plus gesprochen. Und ja, er hat mir auch seine Tastatur gegeben, weil er sich wieder eine neue geholt hat. Und zwar, wie gesagt, hatte ich vorher die Shakun Skiller Pro Plus, kostet auf Amazon, wie gesagt, 35 Euro so. Und ich habe natürlich seine, ja, bekommen, die er davor hatte. Und zwar ist das hier die, ja, Razer Black Widow Ultimate 2016, wie auch immer. Mediamarkt kostet die neu 130 Euro. Und natürlich eine Maus darf natürlich auch nicht fehlen. Vorher hatte ich so mir eine relativ günstige gekauft, mit der ich auf jeden Fall sehr zufrieden war. Hat 8 Euro oder so gekostet, aber er hat mir auch, ja, als Überraschung noch einfach so seine Maus dazu getan. Also abgesprochen war eigentlich nur, dass er mir halt das Mikrofon und die Tastatur sendet. Aber auf dem Teamspeak, als er das Paket schon abgeschickt hat, hat er mir einfach gesagt, ja Daniel, ich hab dir noch was dazu reingelegt. Und darüber wirst du dich wahrscheinlich freuen. Genau, und das Ganze war die Logitech G502. Das ist so eine Gaming-Maus. Für ungefähr 62 oder 63 Euro ist ja eigentlich auch egal, wie genau. Jetzt nur noch muss ich mich dran gewöhnen, damit zu arbeiten und CSGO zu aimen. Aber ich denke, ich bin mittlerweile schon relativ gut reingekommen in das neue Equipment. Und jetzt, Leute, ihr habt ja vielleicht schon aufgepasst. Ich habe ihn ja für die Skiller Pro Plus damals 50 Euro. Ich habe ihn ja etwas Geld gegeben, weil ich das ja nicht for free annehmen kann. Ich bin einfach so ein Mensch. Und ja, also, für diese 3 heftige und teuren Sachen auch, habe ich ihm einfach 50 Euro gegeben. Das tut mir irgendwie weh, aber er meinte einfach so, er fühlt sich komisch, wenn ich ihm für sowas Geld gebe, was ich absolut irgendwie nicht nachvollziehen kann. Und halt, ich habe ihm gesagt, ich fühle mich komisch, wenn ich dir dafür gar kein Geld gebe. Also ich finde es schon krass, dass ich ihm 50 Euro gegeben habe, was er schon für, ja, viel empfindet. Ich meine, 50 Euro für sowas ist ja absolut das Schnäppchen over 9000. Aber er sagte halt immer schon so, ja, ich möchte die Sachen nicht verkaufen, lieber verschenke ich sie, okay. Deswegen nenne ich Peter jetzt auch immer Bonze. Und ja, wie gesagt, Peter, vielen, vielen Dank an dich. Das ist richtig krass von dir auf jeden Fall. Also echt, anders kann ich es nicht sagen. Richtige Ehrenmann-Aktion. Und Leute, ich möchte, dass ihr alle in die Kommentare schreibt, Hashtag Ehrenmann Peter.
Tut es einmal für mich. Peter, bitte beantworte mir in den Kommentaren eine Frage. Warum ich? Ich werde deine Antwort anpinnen auf jeden Fall, aber bitte gib eine Antwort. Den Link zu Peters Kanal findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ihr könnt ja gerne mal unter sein letztes Video Hashtag Breitels der Türstopper schreiben. Das ist mein Kennzeichen sozusagen, also mein kleiner Insider. Ich blende es euch ein, schreibt es einfach bei ihnen in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da einige von euch sehe. Und ja, so viel von mir auf jeden Fall. Ich versuche jetzt aktiver Videos zu bringen und schreibt mir gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare, falls ihr welche für mich habt. Das war's von mir. Ja, ich wünsche euch wie gesagt einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.